Nani? Omo Isindurai. Oi, oi, oi! Und damit herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderprächtigen Tag. Vom einen wunderbaren, wunderschönen Schmetterling direkt auf die Stirn geküsst. So hoffe ich, war euer Tag. Heute gibt es Nani und Onai Kudonai. Oi, oi, musch, 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 musch. Oh, Emina. Okay. Also, bevor wir hier loszocken mit der Kali heute mal tatsächlich. Am diesem Wochenende, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, gibt es das Turnier. Das Voting bzw. die Anmeldung ist jetzt offen. Das heißt, unten in die Beschreibung packe ich die Anmeldung rein. Da könnt ihr euch anmelden. Ihr braucht allerdings einen Challenge-Account. Das dauert 3 Sekunden, macht kein Auge. Wer der Auge macht, keine Ahnung, Leute. Den Account werdet ihr auch öfters brauchen, weil ich werde wahrscheinlich jetzt alle 2 Wochen, so circa im Grob, circa so, ne? Vielleicht mal 3, vielleicht mal jede Woche, ein Turnier machen. Das heißt, es lohnt sich. Ihr müsst euch da anmelden. Müsst allerdings dann, ich werde das Ganze ja streamen, 10.30 Uhr Sonntag, müsst ihr nochmal Check-in machen, ja, das heißt, dass ihr sagt, hey, ich bin auch da, ne, es gibt viele Leute, die melden sich dann an und kommen nicht, aber da müsst ihr dann kurz noch ein Check-in machen, ist aber auch eigentlich im Prinzip alles erklärt, ja, ihr klickt nur auf die Challenge-Seite und da gibt's die Regeln, da ist alles dazu erklärt, naja, wie schon erwähnt, es wird ein Assassin-Turnier, jeder kann mitmachen, jeder, der Bock hat, gibt einen Skin zu gewinnen, gut, weiter noch, bevor wir müssen hier kurz Werbung machen, noch im Early-Game kann man sich das ja leisten, geh weg, sie will das ja, habe ich gesehen. Auf meinem zweiten Kanal wird heute wieder ein weiteres Video kommen. StarCraft 2 wahrscheinlich wieder, ja. Da wird es wahrscheinlich jetzt vorerst erstmal ein bisschen mehr geben. Natürlich gibt es viele, die das nicht interessiert. Vielleicht gibt es aber einige, die trotzdem sagen, ja, hey, ich gebe dem Ganzen eine Chance. Vielleicht entertaint mich das ja auch. Ich mag Tobi, ich mag dies, ne. Ich habe das Ganze, das Spiel auch so ein bisschen erklärt. Für die, die Interesse haben, sozusagen, okay, ich gebe dem eine Chance. Ja, damit man es so ein bisschen versteht. Macht ja auch immer mehr Sinn, gerade bei Spielen, die man nicht versteht. Ist dann auch nicht so geil zuzugucken. Ja, das heißt, auch das ist unten in den Kommentaren, da pinne ich das an, für die Anmeldung und den Zweitkanal. Wir kommen jetzt zum Game. Also, fangen wir an. Wir sind Akali. Wir haben schon ordentlich Damage bekommen, aber wir haben Doran Schild, wir haben ordentlich Lifesteal-Runen bzw. Heilungsruhen dabei, das und auch noch ein HP-Pot, also da überleben wir noch ein bisschen tatsächlich. Die Gegner haben Lee Sin im Jungle, das ist sehr gefährlich, müssen wir direkt mal ein bisschen warden. Komm schon. Ah, shit. Ja, die Kanone wäre mega geil. Das würde ich feiern. Das würde ich äußerst feiern. Mann, ich komme nicht so weit, Leute. Na. Gut, deren Team ist richtig eklig. Muss man, was heißt richtig eklig? Aber Blitzcrank ist schwer zu töten. Und Lissandra ist schwer zu töten. Muss man natürlich auch ganz klar sagen. Ne, mit Lissandra. Ja, müssen wir mal gucken. Ich weiß leider das Match aber Akali gegen Lissandra nicht. Und habe jetzt auch so oft nicht Akali mehr gespielt in letzter Zeit. Sie hat ja auch sehr viele Nerfs bekommen, muss man sagen. Der springt nicht. Wenn er jetzt springt, wäre Selbstmord. Gut, das Gute ist, wir kriegen die Kanone, wir haben jetzt mal den Pot rein, ich potte immer sehr, sehr spät, weil Doran Schild natürlich mehr AP gibt, wenn ihr weniger AP habt, ne? Und dementsprechend, oh, komm schon, ach, komm schon. Ja, wir lassen uns hier gerade ein bisschen reinpushen, zuerst mal, jetzt sind wir trotzdem vorne, ja, weil wir haben ja hier noch 12 Stück, aber die Kanone wäre natürlich nett gewesen, ne? So, jetzt haben wir einen 2. Punkt in der Queue, jetzt macht ihr auch ein bisschen mehr Damage, wir müssen mal gucken, ob wir hier Möglichkeiten finden. Shit, jetzt habe ich hier zu viel Damage gemacht, die sterben alle. Verdammt, okay, vielleicht sind wir minionsmäßig doch nicht vorne. Unlucky life. Sie pusht mich aber auch richtig hart, ne, muss man sagen. Also sie macht richtig, aber sie hat auch kein Mana mehr, Leute. Wir sind ja ein Mana-Vampir. Das heißt, wir heilen uns die ganze Zeit schön weiter, ne. Ich würde eigentlich super gerne aggressiv spielen, aber wir haben jetzt eventuell... Naja, wir brauchen noch ein bisschen HP, dann kriegen wir das hin. Ne, ein bisschen heilen, dann kommen wir... Sie hat ja, sie kann ja nichts mehr machen. Was will sie tun? Was will sie tun? Frage ich mich. Das frage ich mich. Was willst du tun? Ha? Seht ihr? Jetzt kriegt sie nämlich langsam auf den Sack. Holen wir uns die Kanone. Schön. Ne, und wir gehen nicht tot, Leute. Das ist das Gute an den Runen. Wir machen die ganze Zeit immer wieder Flitty Flit, Mac Flittenburg. Ne, wir haben das Doran Schild, was uns die ganze Zeit heilt. Wir haben auch noch die anderen Lifestyle-Runen. Wir können nicht sterben. Wir sind unzerstörbar. Der unzerstörbare Shinobi. Auch das kann mich nicht vernichten. Guckt, ich sehe keinen Schaden. Wo ist der Schaden? Ich sehe ihn nicht. Ich habe genauso viel wie vorher. Der unzerstörbare Shinobi. Okay, sie hat weder Flash noch Ignite. War ein mutiger Versuch. Das Ding ist, ich würde gerne hier bleiben. Darf ich das? Ich würde gerne. Und ich würde sogar so weit gehen und sie engagen, Leute. Ich bin nämlich nicht nur der unendliche... Ich bin unzerstörbar. Der unendlich zerstörbare Shinobi. Unendlich zerstörbare Shinobi! Ha! 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 Ha, du! Nandonai! Nandonai! Sendonai! Oi, 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 oi! Oi! Kadonai. Kadonai. Ja, schön, Leute. Ist das schön? Ist das schön, ja? Das ist das Gute an Akali, muss man einfach sagen.
Also gerade mit diesen Runen, und das hasse ich an Akali. Doran Schild ist so krass, Leute. Und daran sieht man einfach mal, klar, stimmt das jetzt nicht 100%, aber Tank-Design, Leute. Das ist nämlich, was Tanks ausmachen. Ne, klar, Akali ist kein Tank. Und wir haben nur ein Doran Schild, aber Tank ist Tank. Kaufst du Tank, machst du Kills. Kaufst du keinen Tank, stirbst du. Eide, und weg. So, gehen wir mal im Chain shoppen. Ne, guck mal, wir sind schon wieder bei 40%. Doran Schild ist so stark, deswegen fange ich auch am Cutter immer so gerne mit Doran Schild an. Ja, also gut, Items. Ja, warum nicht, ne? Let's go. Machen noch einen Pot dabei, den Entvisionierer. Und dann, schön, 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 schön. Ja, Akali hat 1141.312,9784.1312,99140 Nerfs bekommen. Ich weiß nicht, wie gut sie aktuell ist. Müssen wir mal sehen. Und ich weiß auch nicht, wie wir Lissandra fighten so. Ultig vor ihrer Ult, ultig danach. Ich weiß es nicht. So, sie kommt nach unten. Toplane ist dead. Die haben einen Lee Sin im Team, Leute. Also, ich habe euch ja in den Patch Notes gesagt, spielt kein Lee Sin. Lee Sin 0-2. Ich will nicht sagen, ich habe es euch gesagt, aber ich habe es euch gesagt. Wie konntet ihr unten sterben? Ihr habt Lissandra aus dem Fluss gesehen. Aber vielleicht kann ich da noch jemanden abfangen oder so. Hat Lissandra geultet? Das weiß man nicht. Niemand weiß es. Toplane. Oh, Toplane hätte ich. Ich glaube, ich gehe lieber Toplane. Toplane, weil der ist Geld wert. 400, 700, 1000. Ich komme. Ich komme. Problem ist, er ist Zed. Vielleicht komm. Lauf, Akali. Lauf, Akali. Lauf, Akali. Ja, unsere Ult ist natürlich für alle, die es nicht mehr mitbekommen haben. Die stunt nicht. Und ist Point and Click. Oh, ja. Saftig, deftig, wie das duftet. Würzig, fein und richtig fein. Na, 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 na. Oh, shit. Zu viel Damage mit der Q gemacht. Ich glaube, nee, ich glaube, das war Autotech mit dem Revolver. Ich wollte ihn eigentlich Hondonai machen, aber hat nicht mehr geklappt. Das ist das Beste, das an Kali, wenn man so durch den Gegner durchschlitzt. So. Das ist das Beste. So ein bisschen wie bei Yone quasi. Ne? Vielleicht müsste ich mal wieder Yone spielen. Hopp! Hopp! Ja, okay. Hopp! Zap, 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 zap. Ja, auch was außerdem geht, ist, dass die E jetzt ordentlich Damage macht. Also die E, zweite Instanz, hat sonst immer null Damage gemacht. Einfach null. Einfach, okay, was ist los, Leute? Seraphine ist 3-0. Shit. Botlane. Botlane, Leute, Botlane. Reduziert euch. Bitte. Bitte versucht euch zu reduzieren. So, wir versuchen schnell durchzupushen. Einmal zu shoppen, weil wir haben gerade eh keine Ult. Bei Akali muss man sagen, ich finde, Akali fett zu werden ist relativ einfach. Akali Games zu carryen ist unglaublich schwer. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Zum einen habe ich immer das Gefühl, es liegt daran, dass die Ult relativ viel Cooldown hat. Zum anderen denke ich, dass... Ja, ich weiß nicht. Ich denke einfach gar nicht. Nee, ich weiß es nicht. Im Late Game, ich glaube, es ist schwer, einfach ein Ziel zu exekuten vielleicht. Zu töten. Oder irgendwie so. Als Assassine. Irgendwie so muss es sein. Ich weiß nicht. Was heißt Roam, Akali? Das habe ich gerade gemacht. Deswegen bin ich 2-0. So, die Frage ist, haben die Vision? Die Antwort ist leider ja. Sonst wäre sie jetzt tot und die haben gerade Drachen gemacht. Das heißt, die Chance, dass sie jetzt nach unten kommen, ist sehr hoch. Deswegen sind wir smart und gehen da nicht hin. Wobei, vielleicht warten wir und gehen gleich hin. Ne, wir pushen eine Mitte und dann gehen wir Botlane. Das ist der Plan, den wir haben. So, wir bauen jetzt Gunblade natürlich logischerweise und danach gucken wir mal. Stundenglas oder so. So, sie hat keine E mehr und hier sind 1.384.000 Minions. Zack. Schön. Und schön. Und schön. Ja, Wavekill ist immer so ein bisschen nervig, weil man nie alle Minions trifft. Aber gut. So, sie geht nach oben, wir gehen nach unten. Ne, wir pushen eine durch, dann gehen wir nach unten. Das ist der Plan, den wir haben. Leute, Lissandra kommt hoch. Eigentlich sollte ich sie vielleicht verfolgen, aber ich truste einfach. Leute, Leute, ich... Leute. Wie oft muss ich pingen? Aber sie lebt und sie ist tot. Wie oft... Leute, 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 lass uns reden. Leute! Leute! Oh, Leute. Ich habe instant gepinkt, dass sie nach oben geht. Und die laufen beide da rein. Das ist räudig. Gut. Wen haben die noch mal im Jungle? Lee Sin. Wir warden mal... Ich habe gar keine Wards. Never mind. Können wir vielleicht... Also der Fluss ist gewardet. Deswegen laufen wir mal außen rum. Könnte klappen. Vielleicht ist die Potato da. Das Problem ist, glaube ich, dass die sehr hart pushen. Ja, das wird wohl nicht funktionieren. Nope. Er wardet jetzt. Deswegen immer schön rauslaufen aus dem Busch. Ja, hier geht nichts, Leute. Hier geht nichts, hier geht nichts, hier geht nichts, hier geht nichts, hier geht nichts. Schade, Marmelade. Och man, jetzt hat sie 2-0-4. Lilia, go full tank now. Ich wette, das wird sie nicht machen, aber das wäre das Beste, was sie jetzt machen könnte. Schön full tank zu gehen. Schön auf full tank Basis.
So, ich kann leider gerade nicht viel machen. Wenig viel machen. Wir pushen durch. Wir machen den Durchpusher. Zack. Zack. Huap. So, gut. Wie viel brauchen wir für Spannblade? Spannblade 1100, Botlane Push. Wir können mal Botlane versuchen zu roam. Hoffentlich haben wir bis dahin die W, aber ich glaube, die gehen auch schon wieder back, weil die auch, vielleicht haben die auch Vision. Nee, Vision ist nicht. Ja, okay, er hat hier gewardet, wenn, aber Lilia ist jetzt auch unten. Das könnte heißt, es könnte sein, also Lee gleich kommt, vielleicht. Vielleicht können wir Lee abfangen, allerdings ist Lee 02, der ist also aus Papier, ist kein Geld wert. Ja, schwierig. Gerade die Lilia 04 könnte ein Problem werden. Toplane ist aber zum Glück 4-0. Nicht 4-0, 4-3. Ja, ich sollte vielleicht auch mal gucken, ob ich Lissandra fight. Ich glaube, das könnte klappen. Ich habe so ein bisschen Angst vor ihr, weil, ja, sie ist halt aus Eis. Aber am liebsten würde ich dennoch sie töten. 400 Gold. Ich glaube, wir versuchen es weiterhin. Das Problem ist, jedes Mal, wenn Lilia da unten rumrennt, kann ich es nicht ganken, weil, ne, sie wird ja jetzt, vielleicht klappt das ja, könnte. Das, also, wenn nicht jetzt, wann dann? Das muss was werden. Vielleicht holen wir uns auch erstmal eine Platte. Könnte auch ein Plan sein. Die ist echt nicht gestorben, die Samira. Doch, wollte schon sagen. So, wir holen uns erstmal eine Platte. Vielleicht sogar zwei. Toplane ist ganz schön viel Action, das ist nicht geil. Mit Harald auch. Hätte ich vielleicht hinterher roamen sollen. Wäre vielleicht der richtige Call gewesen, ja. Aber wir hoffen, dass die einfach mal nicht tiltet, die Riven. Ich kriege jetzt hier sehr viel Geld. Hab Gunblade. Das können wir kapitalisieren. Zack. Zack. So, leider. Ja, vielleicht kriege ich sogar noch eine Platte. Eide. Ist ein bisschen greedy. Okay. Oh, ich könnte sie, aber unterm Tower ist nicht smart. Lass mal eben Gunblade fertig machen. Ne? Ja, ich müsste als Akali jetzt wahrscheinlich schon 3-0, 4-0 stehen. Deswegen ist das ein bisschen schwierig, dass A, mein Gegner in der Lane nie da ist. Sie ist immer im Roam. Ich meine, ich versuche ja auch viel zu roam. Bei mir ist es nur irgendwie schwierig. Ich glaube, ich sollte mehr Toplane roam. Jetzt ist es eigentlich zu spät, vermutlich. Aber weil wir hatten eine ziemlich starke Riven, obwohl sie viele Ganks abbekommt. Ne? Unser Jungler ist Int und da, die waren alle viel oben. Und trotzdem war sie 4-3. Ne? Muss man akzeptieren. Ich komme. Bin unterwegs. Komm, wir machen das jetzt, Bro. Bro, wir machen das. Riven Bro. Riven Bro, Akali Bro. Wir machen das. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Go, go. Go, 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 go. Hallo! Okay, der ist tot. Zap! Zap! Schön! Schön! Schön, war nicht? Ne? War? Ne, es war schön. Sag mal, wie es ist. Schön! Guck jetzt, wir. Riven Bro Kombination. So, jetzt machen wir das Jutsu des untergehenden Mondes in die Midlane rein. Jutsu des untergehenden Mondes! Und... Bleh. So, die Frage ist, kaufe ich mir eben schnell Schuhe? Ich hätte Bock auf Schuhe. Hätte ich schon Bock. Ich liebe Schuhe, aber ich glaube, wir gehen einfach Botlane. Ich habe keinen Ult, aber trotzdem Bot. Nee, wir pushen eben eine mit und dann Bot. Eine mit, dann Bot. Lilia ist eh gerade unten, oder nicht? Towers will fall soon! Was, wie habe ich den denn nicht getroffen? Du denkst, du bist ein ganz kluger, wa? Klugwurf. Schön. So, okay, Botlane geht back. Wir machen mal eben Schuhe. Ich mag Schuhe. Ich liebe Schuhe. Oh, nee, okay. Die kriegen... Nee, da ist eh gleich Glitzandra. Ich hätte die wahrscheinlich noch kriegen können, aber jetzt ist es zu spät. Leute, Infernal, was ist damit? So, Schuhe sind mega geil. Nächstes Item. Natürlich kann man Schienen bauen. Ich baue aber auch sehr, sehr gerne, 5-Minuten-Terrine. Glas. Stundenglas. So, Serena. Serafina ist wieder 6-1 Geld wert hier. Samira. Uncle Sam, Weekend Vikings, okay, no, no, no. Sollen wir Toplane nochmal? Ich glaube, wir könnten nochmal Zed töten. Der hat keine Magieresistenz. Und der ist sehr aus Papier. Ich meine, es ist immer noch Zed, ne, aber... Bisschen nervig, dass die Minions immer mit einem HP überbleiben. Okay, ne, wir müssen jetzt auf jeden Fall um den Infernal, deswegen müssen wir nach unten. Das Problem ist, dass unsere Botlane noch nicht da ist. Das Problem ist, dass ich noch nicht da bin. Vielleicht klaut Samira das aber. Gar nicht zu schlecht, glaube ich. Jetzt, Leute, ich brauche ein bisschen Medic. Wer ist denn das da? Komm schon! Nein, ich hätte Goldie maten können. Wo sind die Botlane? Ah, oh Mann, ich war CC, ich war eingefroren. Ich konnte, werde das Geld bekommen. Lee Sin, das ist okay. Ja, ist nicht mega geil, zugegeben. Riven ist Toplane irgendwie, glaube ich, gestorben. Oder wo ist Riven tot? Ja, nicht so geil. 1-1. Ach, Leute. Das Problem ist, Lilia, go full tank. Please. Wenn sie 0-6 steht und weiter AP-Damage baut, das ist... Lilia kann man super schön auf Full Tank bauen. Wirklich, super schön. Dead Man's Plate. Ne? Ich flame sie nicht, ich sag ihr nur, was sie machen soll. Oder ist das Flame? Na, weiß ich nicht, ja. Hätte ich gerade Stundenglas gehabt, wäre mega Sahne, aber hatte keins. Also nicht so Sahne.
Ja, schwierig. Vielleicht dich nicht auf Blitzkrieg. Naja, das Blitzkrieg zu finishen war das einzig Smarte da. Oder Kluge. Der war ja instant tot. Aber ja, ich meine, ich war 1 gegen 3. Können wir kurz darüber reden? Also, nein, ich war CC'd, konnte nicht ulten. Dies, das. Shadow Reno, Macarino. Swabbo! Warum überlebt ihr eigentlich immer? Swap! So, okay. Top Lane, Bot Lane. Okay, da kommt Blitzy McCrit, Blitz und Crank. Der kommt doch jetzt hier entlang. Die Frage ist, wer kommt noch alles? Bringt er seine Gang mit oder nicht? Hast du deine Gang dabei? Hat er oder hat er nicht? Hast du? Shadow! Naja, da habe ich gerade auf Aftershock gewartet. Immer warten, Leute. Wenn ihr gegen irgendwie Thresh oder sowas, immer auf Aftershock oder Leona oder so. Immer warten, bis Aftershock oder diese Damage Reduction weg ist, ne? Okay, Toplane, ich gehe mal. Ich habe halt keine Ultimate. Vielleicht machen wir einfach den Turm. Ne, ich gehe Toplane. Komm mal. Ich habe halt keine Ult. Ohne Ult ist Akali immer so ein bisschen. Na. Aber hier, vielleicht kannst du den Baity McBaitenstein machen. Komm her. Baity. Zed ist leider noch full life, though. Okay, du bist der schlechteste Lilia-Spieler, den ich kenne. Wo ist Lee, ist die Frage. Der ist doch locker hier, oder nicht? Ist der hier? Okay, dann ist er nach oben weggelaufen oder so. Ganz viel Botlane-Action, aber ich kann nicht überall sein, Leute. Es ist mir nicht möglich, überall zu sein. Komm, den töten wir jetzt. Pass mal auf den. Oh, jetzt noch Lee Swingerboy. Shit. Ich habe aber noch keine Ult. Ein bisschen warten noch. Mann, unser Jungler muss Tank gehen, bitte. Please. Bitte einmal die Tank in die 18. Dankeschön. Die sterben immer noch nicht One-Shot. Könnt ihr mal einmal One-Shot sterben? Wo gehe ich jetzt hin? Botlane? Was? Oh Gott, ich habe es in die falsche Richtung. Ich hatte einen Gelenkdrüsenverschweifung. So, Toplane. Ich helfe mal. Ich glaube, ich habe das Gefühl, ihr schafft das nicht. Irgendwie ist das Gefühl in mir drin, dass ihr zu schlecht dafür seid. Wobei Riven kriegt es hin, glaube ich. Ja, okay. Gut, dann gehen wir Botlane. Komm, ich kann nicht überall sein. Ich bin zu langsam. Ich brauche schnellere Schuhe von Schnellmann. Die Schnellmann-Schuhe von schnellmann.de. Wo hast du die Schuhe denn her? Schnellmann, der bringt's. Schnellmann. Kann sein, dass jetzt hier gleich einer Warden kommt. Nevermind, jetzt nicht mehr. Könnte sein, dass Blitz von unten kommt, Lissandra von oben kommt. Nevermind, tun sie nicht. Könnte sein, dass wir vielleicht Samira Seraphine abfangen könnten. Aber wie gefährlich ist das? Sehr gefährlich. Komm, wir machen einmal auf Balls, Leute. Balls! Oh, shit. Cardo! Was? Die überlebt mit 3 und ich konnte sie nicht mehr igniten. Oh, shit, ey. War eine gute Idee. Ausführung war auch okay, aber irgendwie haben wir uns... Ich bin zu ihr geflasht und sie ist durch mich durchgedasht, geflasht. Irgendwie, keine Ahnung, war richtig Bähne. Sägespäne, Bähne, Mähne. Kackendreck. Ja, ich weiß nicht. Ja, okay. Ja, schade. Scheidenkleister. Gut, Stundenglas haben wir noch. Oh, wir haben gerade aber nichts ready. Bisschen gefährlich, though. Wow, habt ihr es gesehen? Aber sie macht es jetzt wahrscheinlich noch mehr. Ich muss auf ihn so viel machen, wie es geht. Ja, Mist. Ja, Leute. Das war natürlich doof, dass ich meine Weder benutzt habe. Beziehungsweise auf Cooldown hatte. Ja, Stundenglas ist jetzt auch noch auf Cooldown, aber wir haben es fast. Ein Stückchen fehlt noch. Ein Stückchen. Ja, Mist, Leute. Irgendwie, ja, Seraphina ist da. Samira, relativ fett. Lee Sin ist nicht schlimm, der ist egal. Lissandra müssen wir mal gucken. Wurde schon ein paar Mal hier und da gebufft. Ist jetzt nicht mehr so schwach. In Teamfights, ich glaube in Teamfights, naja. Okay, sie hört auf mich, Leute. Sehr gut, sie baut Deadman's Plate. Sehr geil. Guck mal, ne, ich habe auch Please gesagt und so. Ich habe sie nicht gesagt, you suck, you fear Hüfer oder so. Sondern ich habe gesagt, please go tank. Und sie macht es jetzt. Schön. Na, viele denken ja, bau Tank und dann bauen sie Rylades. Aber Rylades, Leute, sind 300 HP und ein bisschen geschleckt. 400, glaube ich, oder so. Das bringt euch nicht voran. So, ich bin da. Das ist perfekt. Ich bin da. Ich bin gleich da. Ich hab... Oh, okay, das ist ein bisschen deep, aber... Oh, wirklich jetzt? Ja, der ist auf jeden Fall sowas von tot. So, geht da noch was? Die waren noch hier, Leute. Drache. Oh, ja. Mach Schlaf. Wurfattacke. Ja, nicht schlecht. Ah, oh, ich wollte auch was haben. Ah... Oh. Ja, ist aber okay. Ist gut. Jetzt holen wir uns den Drachen. Hondonai. Shindonai. Omoi. Omoi. Odonai kuto sodoi oldukumoita. Hahaha. Können wir?
Können wir. Wir machen mal. Ist das ein Wolf? Was? Ich dachte kurz, das wäre Saramina oder so. Wer kommt wohin.de? Könnte sein, dass hier jemand durchläuft. Vielleicht ist der Blue Buff da. Ist er sogar. Kann ich den schnell machen oder ist das Quatsch? Oder ist das Quatsch? No, don't do this. Don't drink and drive, sag ich immer. Oh, Mann, ich bin aber auch ein... Das war so bad. Es war so bad. Es war so bad. So bad. Ein schönes Erdbeer, so bad. Oh, Mann. Oh. Na. Oh. Ja, das war so bad. Ja, okay, aber Mann, die ist auch fett. Mac, fett. Okay, aber jetzt, Leute, wir haben jetzt unsere Items. Was bauen wir jetzt? Ich würde auf Rabadons gehen. Man kann natürlich auch auf Lichbane bauen. Liandis ist auch cool, wenn die Gegner tankiger sind. Und die sind ein bisschen tankiger. Vielleicht gehen wir Liandis, wir gucken mal. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen groupen, weil ich werde immer irgendwie 1 gegen 3 gekillt. Das hackt ein bisschen. Und als Assassine sollte... Oh, sie hat jetzt ein paar Kills, ne? Als Assassine sollte man generell nicht sterben. Ist nicht gut, Leute. Ist nicht gut. Ne? Immer wenn ihr als Assassine sterbt, gibt ihr die Möglichkeit, besser ins Late Game zu kommen. Deren Late Game ist jetzt... Die haben kein Late Game. Ist kein Late Game, ist kein Late Game, ist kein Late Game. Ist jetzt auch, glaube ich, kein Late Game so richtig. Also, es ist fein, aber ja, gut. Lasst uns jetzt smart sein, Leute. Smart. Ja, mutiger Grab. So, okay, wir werden also nicht mehr solo sterben. Werden wir nicht. Die Frage ist, können wir, was für einen Call müssen wir machen? Was können wir gerade machen? Alle Türme stehen noch, alle. Oh, shit. Leute? Leute, help! Uah! Sedolido, Ledolido, Ledolido. Okay, wir sind gestorben. Aber Leute, ganz ehrlich, die hassen mich. Ich habe aber viel Damage noch gemacht. Kommt schon, die sind alle low. Kommt schon, ja, schön. Mach noch den Wurfattackenschläger. Ja, bisschen noch. Ja, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, ja. Ich finde, die Lee Sin-Q sieht immer aus wie so ein langgezogenes Ezreal oder so. Ja, Leute, also, ja, irgendwie hassen die Gegner mich aber auch. Ich glaube, also, die hassen mich wirklich. Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Okay, aber was kaufen wir jetzt? Liandis wäre nett. Das Ding ist, ich will aber auf jeden Fall Saramina töten. Saramina. Und deswegen wäre ein Lichbane cool. Ich glaube, Lichbane wäre gegen die echt gut, weil die sau viel... Also, das sind so Champions, wo man oft draufkloppen muss. Und wenn man oft draufkloppen muss, ist Lichbane gut, weil man es oft proggt. Versteht ihr den Punkt? Dass die alle mit einem AP überleben, triggert mich aber schon ein bisschen. So, der macht gerade das Ding hier. Vielleicht kriegen wir den einfach. Zack. Ne, macht er nicht. Lol. Der macht die Wölfe? Okay. Ich würde sagen, wir pushen noch eine durch. Oh, mal vielleicht. Oh, okay, diesmal bin es wenigstens nicht ich, der gecatcht wurde. Ich komme, bin unterwegs. Noch ein Stück, noch ein Stück. Aber guckt, stellt euch, imagine, die hätte nicht Tank gebaut. Imagine that. Imagine that. Hurda Cedo! Hurda Cedo! Wo bin ich? Cardonai! Ha! Schön. Oh, alle fast tot. Wer lebt noch? Wer lebt noch? Eisfrau. Die Eisdielenfrau. Wir können Barun 5 machen. Ich würde gerne die Eisdielenfrau mit ihr kloppen, aber ich weiß gar nicht, ob das Sinn macht, weil ich keine Ultimate habe, aber... Na, vielleicht machen wir einfach bei Barun mit. Ein bisschen Baruni. Barun... Oh, da ist sie. Die Eisdiele. Das Ding ist, ich soll sie nicht fighten, aber ich fight sie. Ich fighte dich. Hä, was ist das hier für ein Plan? Kapp! Oh, da ist... Wer ist das? Wer ist das? Wer war das? Oh, shit, das ist Lee Sin. Oh, shit, das ist Lee Sin. Das ist Lee Sin. Tötet ihn! Nein, ich hab nicht gedongst. Ah, es geht alles in Baker runter. Ich komme, ich bin sofort about. Ich bin sofort about. Okay, Leute. Oh, Leute. Oh, shit, ich hätte beim Baron helfen sollen. Ich dachte, dass das... Ich dachte nicht, dass... Oh, Leute, 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 er hintet. Tötet ihn! Haltet den Dieb! Oh, Leute, ich habe keine Ult. Oh, boy, nicht mich, nicht mich, nicht mich, nicht mich. Oh, boy. Kann jemand die Oboe spielen, bitte? Oh, boy. Ich habe wieder eine Ult. Da ist Lee Sin, den holen wir uns. Oh, boy. Ah, was? Oh, ich hätte nicht ulten, sondern einfach Q drücken. Aber ich glaube, die machen keinen Baron, oder? Machen die? Oh, Gott, was eine Katastrophe. Was eine Katastrophe. Was eine Katastrophe. Oh, Gott. Ja, ich hätte helfen sollen. Ich meine, okay,
Lissandra zu Zaun war vielleicht, naja, es war überhaupt, naja, also es war schon nett, sage ich mal. Es war nett, aber ich hatte keine Ult, zum einen. Und zum anderen, naja, sie ist jetzt auch nicht der Jungler, ne? Wäre das jetzt der Jungler gewesen zu Zaun, macht schon mehr Sinn bei Lissandra. Na naja, gut, sie geht rein und macht turbo viel Damage an allen, aber... Oh, Leute, stirbt! Komm, Ezreal! Ezreal! Oh, da macht sie das Schutz. Okay, ja, RIP. Machen die Baron, ist die Frage, though. Können wir Dragon haben, ist die Frage, though. Können wir... Leute, ich bin unterwegs, bin wieder live und habe jetzt ein bisschen AP am Startel. Am Startel, okay, das war... Oh, guck mal, ne, wir standen 7-2, jetzt stehen wir 8-5, Leute. Imagine Dragons, Alter. Aber ist auch, man muss auch ehrlich sagen, die haben so viel CC, das ist schon maximal eklig, Leute. Ich werde einfach perma-CC'd immer, jeden Fight. Ich werde... Lissandra friert mich immer überall ein, das nervt unglaublich krass. Like, unglaublich krass. Das ist vielleicht auch einfach so ein Punkt an Akali, dass man im Late Game halt... Vielleicht das Ding ist, wir brauchen einen Teamfight, wo mein Team zuerst Damage bekommt. Nicht ich, mein Team. Dann können wir auch gewinnen. Aber nur dann. Oh shit. Das heißt, sie muss rein, alle gehen rein und ich komme von hinten und mache Schlitze, die Schlitzen Schlatz. Das muss der Plan sein, das Ziel sein. Hallo, bleiben Sie bitte hier. Dankeschön. Oh, jetzt haben wir genug endlich mal. Oh, was ist hier oben los? Ja, die ist tot, glaube ich. Oh, sie lebt, weil sie Tank baut. Weil sie Tank baut. Aber jetzt ist sie tot. Aber vielleicht können wir da trotzdem was machen. Komm schon. Hap! Können wir da noch mehr machen? Da geht noch was. Naja, okay, jetzt nicht mehr. Kann ich den haben, bitte? Bitte einmal die... den Blue Buff an die neuen. Dankeschön. Okay. Okay. Blue Buff ist ja cool, weil jetzt seht ihr, wir haben jetzt ein richtig krasses Energy Rack. Ist ein bisschen gefährlich. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall den nächsten Drache. Das ist Ocean Drake. Seele. Alleine den Gegner im Jungle zu laufen, ist wieder sehr mutig. Allerdings ist da der Swinger's Wall. Wie tanky ist der? Na, der hat Magiersense, hat er gar keine. Also den... So, hier in der Mitte. Guck mal, jetzt klar, können wir doch was machen, Leute. Jetzt. Das wäre perfekt. Und jetzt fighten die und jetzt komme ich dazu und mache den Takeover. Jetzt ist perfekt. Das ist very perfekt. Sabode! Alter, wie viel sie aushält. Zage, Blätt. Blätt. Oh, shit. Oh, komm ich da noch hin? Komm ich so weit? Nee, ich glaube nicht. Nee. Aber das schafft sie. Das schafft sie, das schafft sie, das schafft sie. Das schafft sie. Oh boy, oh boy. Die Oboe. Leute, es wäre gut, wenn wir, glaube ich, erstmal für die Zinn gehen. Wäre das nicht smart? Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Ich bin raus. Kann ich vielleicht... Ich push Toplane, Leute. Ich nutze die Initiative und push Top. Naja, jetzt sind nämlich gerade Leute tot und die anderen sind in der Mitte gebunden. Das Beste jetzt zu machen, nicht backgehen. Wir haben eh Lifesteal. Wir machen jetzt Druck auf der Top und heilen uns schnell. Na, heilen wird wahrscheinlich nicht der Deal werden, aber... Ja, guck mal, wie wir uns generell heilen. Wow, habe ich erstmal den Turm hier gefinisht. So. Sehr gut. Okay, die Frage ist, diesmal versuchen wir zu helfen, glaube ich. Lee Sin ist tot. Komme ich von hier da rein, ist die Frage. Die Antwort ist, naja, wir können so da rein. Jetzt kann sie nicht mehr. Jetzt war es das für sie. Ende im Gelände. Schön. Noch ein bisschen den Vision Score nach oben treiben. Oh shit, never mind. Ich bin raus. Nein! Bitte, aber das ist gar nicht so schlecht. Mann, oh nein. Komm, da geht noch was. Da geht noch was. Hurr, das Cedo. Oh, schöner Cedo. Ein Cedo. Ein Cluedo. Getty Spaghetti-Attacke. Getty. Getty. Ja, ja, schön, schön, schön. Wir sind jetzt auch schon ein bisschen nicht mehr... Wir sind nicht mehr Turbo-Sterben die ganze Zeit. Komm, wir nutzen die Initiative und pushen Top. Boah, nee, wir haben so viel Geld. Wir kaufen Rabadons. Ja. Also ich muss zugeben, ich habe ein bisschen zwischendurch gehintet. Muss ich akzeptieren. Das werde ich akzeptieren. Ich nehme die Akzeptanz und akzeptiere sie. Na, ihr könnt sagen, Tobi, du hast geintet? Ja, da, ja, habe ich. Da werde ich nicht sagen, nee, habe ich nicht, habe ich. Aber wir kriegen gerade die Kurve. Na, wir nehmen jetzt hier diese Kurve. Und dann sollten wir, glaube ich, gut dabei sein. I think. I think, I think, I think, I think. Bap. Bap. Die Frage ist, wie gut ist Akali gerade? Natürlich ist Akali nur so gut wie ihr Master, sage ich mal, wie ihr Spieler. Aber ich glaube, Akali ist insgesamt auch... Das hat jetzt nichts mit dem Stats zu tun, aber glaube ich, ist nicht der stärkste Champ gerade. Man sieht sie relativ selten eigentlich, oder? Eigentlich fast nie mehr. Ich glaube, sie ist eher gerade schwächer als stärker. Ne? Das ist der Spot, wo du Akali haben willst. Zu stark ist immer sehr toxisch, aber zu schwach, ja, ich meine, dann ist es halt so. So, jetzt finishen wir den. Finish him.
Zap. Wir könnten auch splitten, aber wir gehen jetzt mal. Pass auf, wir gehen jetzt Route 33 in den Rücken rein. Oh, allerdings gibt mein Team ihre Position auf. Deswegen müssen wir jetzt hier einen kleinen Backup machen. Wenn die jetzt fighten, wäre perfekt. Die fighten hier. Ich gehe hier rum, mach da und bam. Wir müssen richtig Assassin-like Position. Komm, Leute, komm. Die mache ich jetzt fett. Oh, shit. Ne, mein. Oh, boy. Nein. Mann, das gibt's doch nicht. Aber vielleicht kommen wir weg. Okay. Haben wir unsere Ult benutzt, aber wir leben. Oh, boy. Krado. Ja, ich hab geintet. Ich wollte nur eben die Ultimate benutzen. Oh Mann, ich bin ein Inter. Aber komm, ihr schafft das. Ihr schafft das. Ihr schafft das. Sieht doch gut da aus. Riven, hier. Nee, sie? Lilia? Aber guck mal. Leute. Seitdem sie Tank gebaut hat, ist ihr Leben einfach mega gut geworden. Ich hab's euch gesagt. Ne? Hier, Ramdorins Omen. Na, Stundenglas ist auch noch halb Tank. Tank Design, oh Tank Design, wie hoch ist dein Schaden? Du baust Renduins, du kaufst ne Vamox. 1000 Damage, 2000 Damage, 10.000 Damage machst du. Nicht nur auf der Top-Lane, nein, auch in der Mid- und im Teamfight. Okay, fertig. Gut, die neue Single ist jetzt auf spottycloudfy.de. Könnt ihr das runterladen. Wir holen uns Blubber. Schön, 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 schön. Das ist meiner. Also, ich würde sagen, dass es meiner ist. Also, er hätte auch Anrecht tatsächlich, aber für mich ist schon auch insane. Er hat natürlich auch Anrecht. Er könnte eine Anrechtserklärung machen. Vor allem hier, der hätte er 12-mal nehmen können. Aber dann wäre ich mad gewesen. Gut, sowas können wir machen. 11-16 ist jetzt auch nicht so weit. Können wir? Ich würde mal gucken, ob ich... Ja, ich komme. Hätte Bock. Ich hätte Bock. Der Riven-Skin sieht auch super fancy aus. Hätte Bock. Ich bin der Hätte-Bock-Mann. Hätte. Hätte-Sprung. Prado! Ah, Mann, ey. Immer... Die sterben immer zu früh. Aber ist ja okay. Besser zu früh als gar nicht, ne? Gut. Ich glaube, wir gehen jetzt auf Voidini. Bin mir noch nicht ganz sicher, aber Voidini, ja, die bauen ein bisschen Magieresistenz hier, ein bisschen da. Voidini ist immer gut. Macht auch unser Rabadon ein bisschen stärker. So, Botlane sind die Boys. Das sind die Botlane Boys. Die Botlane Boys. Magic Spine. Ich habe leider noch ein bisschen Cooldown auf Ultimate. Was geht hier unten ab? Ist die Frage. Sieht sehr lecker aus. Von lecker.de zum leckersten.de gekrönt worden. Mann! Mir werden aber auch alle weggenommen. Dezreal, Leute. 12 Kills von dem gehören eigentlich mir. Kennt ihr das eigentlich? Ich drücke ja auch immer nur kurz Tab, ne? Kennt ihr das von anderen auch? Die drücken immer nur so kurz Tab und dann machen die weg. Und ihr habt gar nichts gecheckt, so. Ihr wisst nicht, was geht. Das liegt, glaube ich... das habe ich auch immer das Gefühl, so, ne? Das liegt daran, dass ich natürlich sofort weiß, wonach ich gucken will. Ne, ich wollte jetzt gerade die Ezreal-Kills checken. Zack, weg. Und ihr wusstet gar nicht, wonach ich geguckt habe. Ihr habt nur gesehen, er macht es auf und dann war es schon wieder weg. Geht euch das auch so oder geht es nur mir so? Auch bei anderen Spielen. Ne? Können wir jetzt mal bitte 0-11 Blitzkönig ist auch mutig, aber 15 Assists immerhin dabei, ja. Können wir jetzt mal, ich würde den ja auch mal battlen. Guck mal, der hat sogar Bock, ja, aber da ist wieder... Ich würde ihn battlen. Das mache ich auch! Ja, nein! Ich lebe, komm! Okay, ich lebe. Ich könnte. Nee. Okay, das war maximalus dummus. Vor allem auf den Tank zu engagen. Gebe ich zu, ich habe mein Team möglicherweise umgebracht. Akzeptiere ich, Leute. Ich versuche direkt ein bisschen Druck auf der Toplane zu machen, damit die vielleicht nicht ganz so hart pushen können. Aber wahrscheinlich reicht es nicht. Die Frage ist, kann ich das ohne Ult in der Mitte verteidigen? Die Antwort ist, das Ding ist, der in der Mitte, der Inhib ist auf jeden Fall weg. Die Frage ist, ob der Nexus... Oh shit, wir verlieren eventuell, Leute. Wir verlieren. Ich muss back. Ezreal darf jetzt nicht sterben. Wenn er stirbt, dann haben wir verloren. So, Voidstiff ist da. Ich bin da. Bin unterwegs, hab Ulta Bock. Bin unterwegs, hab Ulta Bock. Würde am liebsten auf Seramina gehen, aber... Krado! Was? Wie viel? Leute, ist das fair? Also ja, dass ich so viel Damage mache, ist vielleicht auch nicht fair, aber... Na gut, ich habe gute Items. Aber dass er... dass er einfach ein 12k-Schild bekommt pro Sekunde?
Finde ich nicht fair. Gut, aber den haben wir zermöbelt. Möbel, die Möbel, die Möbel. Machen die Baron? Nein. Oh lol, doch. Ich komme, nein, ich habe kein Ult mehr. Mist und kein Schundglas und nix. Wenn ich da reingehe, werde ich sterben. Für Vaterland und Ehre. Rap. Na, okay. Vielleicht ist da noch einer drin, aber sehr unwahrscheinlich. Alter, ich weiß nie, was das ist. Alter, das ist doch kein Lee Sin. Ey, ohne Witz, ich weiß nicht. Wie sieht denn der aus? Leuchtet der immer so? Oder hat der einen Buff? Der leuchtet immer. Was ist das für ein Skin? Drachen-Lee? Oh lol. Ah, ja. Naja. Hallo, wo ist mein Schaden? Wieso nimmt jeder meinen Kill? Jeder! Von jeder.de unterstützt worden. Diese Werbung wird von jeder.de unterstützt. Jeder nimmt meine... Leute, ich hätte echt mehr... Ich hätte schon 20er. Ist okay, ich sag mal, ich brauch's nicht. Aber Leute, es wäre cooler, wenn ich 20 Kills hätte. Da sind wir uns einig. So, letztes Item. Leute, wir brauchen den Drachen. Sonst haben die gleich Seele. Ich mach den Drachen. Lieber ein Drachen als ein Turm. Das ist meine Einstellung gerade. Leute, deswegen wäre es cool, falls Lee Swin, Boy. Okay, Lee Swin ist tot. Guck mal, sie macht hier die Salatschere. So schneide ich auch immer meinen Salat. Ja, Lichman wäre vielleicht. Ich glaube, wir kaufen Lich. Alter, was ist mit ihm? Ich glaube, wir kaufen Lichbane, oder? Oder gibt es noch was Cooles? Wir gucken gleich mal in den Cool Shop und ob da noch was Cooles ist. Können wir mal reinlunsen, weil ich glaube, Lichbane wäre so das Beste. So, wir könnten natürlich auch sowas wie Spellbinder oder irgendwas mit richtig viel AP wäre geil, sodass wir auf 700, 800 kommen. Was hat viel AP? Tränenstab. Ja, schwierig. Mal ist sie es nicht. Ich, Leute, ich würde sagen, wir gehen da raus. Würde ich sagen. Nee, da bin ich weg. Da bin ich weg. Bitte nicht. Okay. Gut. 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 Gut, 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 gut. Ade! Lado-Mede! Ey, aber wieso hassen die mich so sehr? Haben die mich wirklich... Haben die gedacht, ich bin oben lang gelaufen? Ich dachte, die hätten abgelassen, nachdem die hier keiner lang... Die dachten wirklich, ich bin oben lang gelaufen, dann sind die den ganzen Way hier lang gechased. Was ist denn mit den Leuten? Ja, das ist natürlich jetzt nicht geil. Jetzt sind zwei tot und die haben immer noch Baron und Pushen und Ezreal ist auch about to die. Shit, und was könnte ich mir jetzt kaufen, falls wir überhaupt verteidigen können? Was hat viel AP und knallt? Was hat viel AP und knallt? Das hier wäre die erste Antwort. Morello, Sack, Diek, ich glaube Lichbane, 80 AP. Das ist das Beste, was wir machen können. Ludens. Naja, wie viel CD haben wir? Mit Ludens hätten wir 90% CD, oder 40, wäre auch cool. Vielleicht Nashors? Ich hätte super gerne 40%, aber Lichbane ist, Dings hat auch nochmal 10%, das reicht, komm. Ich glaube, wir kaufen hier aber zuerst AP, oder? Ne, machen wir das. Leute, kommt schon, wir dürfen nicht verlieren. Schala, wie lange das Game wieder geht. So lange Games hatte ich schon länger nicht mehr, oder? Okay, wir dürfen uns jetzt nicht mehr catchen lassen. Und wir müssen sehen. Die ist halt super tanky, ne? Die hat Phantom Dancer, Death's Dance und baut jetzt GA oder sowas. Die ist todestanky. Wir haben halt. Und wir haben voll wenig AP, ey. 500, Mann. Das ist halt, weil du den ganzen Mist hier baust. Das hier hat nur 75, das Ding hat nur 80. Ne, das sind diese ganzen halbgaren Items. Aber ich glaube, wenn wir jetzt noch das ausbauen, kommen wir so auf 600, 700, glaube ich. Dann noch ein Pot, dann könnten wir vielleicht die 800 ankratzen, vielleicht. Aber nur kratzen, so ganz knapp kratzen, noch ein bisschen. Muss natürlich jetzt sagen, im Late Game wäre Electric Dude cooler, vermutlich. Aber so ist das halt, ne? So ist es halt. So, was können wir machen? Botlane pusht, also ist, naja, das ist das Problem. Wir haben jetzt viele Probleme. Erstmal werden die wahrscheinlich zu mir kommen, deswegen kann ich nicht weiter pushen. Okay, tun sie nicht. Vielleicht tun sie es doch. Ich habe aber alles ready. Die Fight in der Mitte ist gar nicht schlecht, wenn Riven noch hinkommt und jetzt noch nicht sterben. Okay, ja, das war's, glaube ich. This it was, Leute. This it was. Mist. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das... Die haben keinen Baron mehr. Aber jetzt kommen gleich überall... Wir müssten jetzt engage, mal, sonst kommen gleich Super Minions. Vielleicht gehen sie aber auch weg. Wahrscheinlich aber auch nicht. Okay, die haben ja keine Vision. Wenn sie smart sind, kommen sie jetzt gleich wieder. Okay.
Okay, vielleicht kann ich kurz die Zeit nutzen, die Double Minions hier wegzuslashen. Zwap! Wir machen aber ohne Wolke. Ohne Wolke. Naja, ich glaube... Ja, okay, machen wir mit Wolke. Hallo. Mann, jetzt habe ich zwei nicht bekommen. So ein Dreck aber auch. Alter, die gehen aber auch... Ich brauche mehr Energie. Einmal bitte mehr Energie. Brauche mehr Energie. Leute, Lilia darf nicht sterben. Sie fightet schon wieder und sie wird sterben. Ja, unser Late Game ist... Jeder... Ich muss akzeptieren, ich wurde auch mal gecatcht. Aber gerade wird jeder nonstop gecatcht solo. Wir sterben die ganze Zeit solo. Wir haben echt Glück, dass die Gegner jetzt gerade nicht gepusht haben. Die hätten locker pushen können. Alter, wie wenig Schaden ich mache. Heilige Meilige. Ich komme halt hier auch nicht mehr raus, ne? Also, hier gibt es kein Entkommen gerade. We need to stop getting caught, Leute. Alter, wie viel Energie das kostet. Und ich mache keinen Schaden und ich treffe die auch nicht. Und alles. Ich glaube, ich könnte die am besten unter den Turm pullen. Vielleicht wäre Liandis gut dafür, hierfür. Aber, naja. Am besten wäre es, wenn wir nicht so weit kommen lassen, die hier, wie viel Geld ich einfach durch die Supermillion schon verloren habe. Ah, 90. Ich farme Minions jeden Tag. Wer kann sie beglücken? Ja, Leute, shit. Jetzt wird's, ja, wir müssen jetzt... We need to insta-fight them when they come. Direct hard engage. Einzige Möglichkeit. This is the only Möglichkeit. Weil, vielleicht, wenn wir Glück haben, ist bis dahin Inhib weg, aber der darf nicht fallen. Darf er nicht. Ich glaube aber, wir haben, die machen jetzt leider auch noch die Seele. Die werden jetzt noch Ocean Drake erst holen, ja. Shit, und ich brauche halt 140 Jahre, den Mist hier wegzumachen. Leute, Lilia, Lilia! Oh, Lilia wurde halt... Das Ding ist, sie ist in ihre alten Muster zurückgekehrt. Sie ist einfach ein Turbo-Inter geworden wieder. Sie ist jetzt viermal hintereinander solo gestorben oder so. Oh, Lilia, ja, das war's. Das ist over. Beste, was ich machen kann, ist Seramina Sarafinia. Die ist gerade auch, kriegt gerade keine Beschützung, aber das war's, nee. Die ist auch. Und Lee Sin ist jetzt hier, das war's. This it was. This it was. Oh, der Blitzi McBlitzenstein. Nee. Ja. Zu viele Minions, zu viel alles. Ja, schade, Marmelade. Es war trotzdem lustig und das ist wichtig. Hätte man definitiv gewinnen können. Und wir sind aber, ich würde sagen, beste Spieler hier in dem Game war Riven, hätte ich erstmal gesagt. Ja, ist natürlich schade. Dennoch hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Auf Wiedersehen. Und denkt immer dran. Nani? Omoi Sindorai. Later, Magiero, Tschüssikowski und bis denn, Antenne.